hier heute mal wieder ein paar ganz tolle neue Sachen für euch. Oder für uns. Eigentlich sind sie ja für uns. Aber wir zeigen euch natürlich, was wir da Tolles gefunden haben und bekommen haben. Wir haben eine Riesenauswahl an tollen Bastelsachen. Ich stelle euch das am besten alles mal nach und nach jetzt hier vor, was da alles so mit bei ist, damit ihr das mal richtig sehen könnt. So, als allererstes haben wir hier ein ganz tolles Teil, das nennt sich Ringstring. Jetzt wisst ihr wieder nicht, was das ist, ich wusste es auch nicht. Da kann man jetzt, wie mit Fadentechnik, wie man so Karten früher mal gestaltet hat, kann man jetzt ganze Bilder gestalten. Das ist ein bisschen wie Spinnen, Sticken, Stricken, Stricken nicht, aber Sticken und Spinnen zusammen. Wir klappen das gleich mal auf, dass ihr mal seht, wie das aussieht von innen. Wie man damit arbeitet, zeigen wir euch im gesonderten Video nochmal, damit wir wirklich Schritt für Schritt euch alles zeigen können und erklären können. Aber das fand ich eine coole Sache. Guckt euch doch mal an. Unten ist das Foto. Ihr könnt ein Foto eurer Wahl nutzen. Aber eben, wenn ihr jetzt so ein Porträt machen wollt, dann wirklich nur den Kopf und nicht den ganzen Körper oder sowas. Sonst wird das zu viel durcheinander auf diesem Bild. Wir haben jetzt hier 50x50 Größe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in verschiedenen Größen gibt, aber wir haben jetzt hier 50x50. Aber ich verlinke euch das ja und dann könnt ihr da schauen. Und wir klappen das jetzt einfach mal auf. So, hier seht ihr jetzt dann mal, wie das von innen aussieht. Ist eigentlich wie so ein kleines Spinnrad oder Stickrahmen. Ja, Stick- oder Häkelrahmen. Da wird dann ganz oben, seht ihr die Spule, was da so ein bisschen blau leuchtet, das ist die Spule, da ist das Garn drauf oder das Band. Ringsrum sind so wie kleine Nägel reingehauen, dass man da dann immer so hin und her die Fäden dann ziehen kann. Ihr habt auch, da kommt ein Handy, also ihr müsst ein Handy haben, ohne Handy funktioniert das nicht. Ihr müsst euch da nämlich eine App runterladen und dann habt ihr hier, ist hier mein Finger irgendwo, hier diese Teil, da könnt ihr dann so eine Halterung zusammenbauen. Da kann das Handy rein und auch die Garnspule wird da reingemacht. Das Garn wird fest, also in der Spule festgemacht. Und dann muss man immer mit dem Garn in einem Teil, also es wird nicht abgeschnitten oder sowas, das wird in einem Teil immer durchgezogen, durchgearbeitet. Ihr habt dann natürlich eine Anleitung mit dazu. Dann kann man sich nach der Anleitung die App runterladen. Und aber das zeigen wir euch alles, wie das funktioniert, Schritt für Schritt. Und also ich fand es eine coole Sache, ist mal was ganz anderes, was ich so noch nicht gesehen habe. So, hier haben wir dann jetzt noch wieder eine ganz neue Art und Weise, mit Diamond Painting sich Bilder zu machen. Das nennt sich jetzt hier Kubricks Diamond Painting, ist jetzt hier in A4. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal als Vintage, das seht ihr da oben links, das ist dann so in braun, grau, beige Tönen. Dann gibt es Pop Art, das ist dann in bunt, also nicht richtig wie das Foto ist in bunt, sondern wie man das kennt, wie Marilyn Monroe zum Beispiel, da gab es mal so ein Bild, das war erst als Foto, dann als bunt, schwarz-weiß, was weiß ich, so vier verschiedene Sorten. So ungefähr ist das jetzt hier mit diesen Diamond Painting Steinchen. Und unten habt ihr dann das Original, das ist dann in Schwarz-Weiß praktisch, ein Foto in Schwarz-Weiß. Ihr seht schon, da ist das Handy wieder bei, ihr ladet euch da eine App runter und könnt dann euer Foto auswählen und nach eurem Foto diese Diamond Painting gestalten. Finde ich eine coole Sache und das war, glaube ich, auch so, dass man das immer wieder, also ihr könnt da variieren, ihr könntet einmal in diesem Braun machen, in diesem Vintage machen, könnt ihr immer euer gleiches Foto nutzen und dann habt ihr das in drei verschiedenen Varianten oder ihr macht eben andere Fotos, ist ja jedem selber überlassen, wie er es macht. Ihr könnt auch nur eine Sorte auswählen. Also ich fand das eine coole Idee, das ist auch mal wieder was ganz anderes, mit Diamond Painting zu arbeiten. Die lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen. Ich bin ganz überrascht, Kubricks, was man da alles machen kann. Wahnsinn. Ja, dann haben wir hier noch eine Sache, das ist auch was Cooles. Ich hätte nie gedacht, dass man so viele verschiedene Sachen finden kann. Kubricks hat dann, dass man mit solcher Art Lego-Steinchen, das sind keine Lego-Steinchen, das sind nur solche Bausteinchen dazu, da kann man sein Poster mitmachen. Wir zeigen euch mal, was da alles mit drin ist und da gibt es auch verschiedene Varianten. Warte, wir drehen mal erstmal das um, dass ihr seht, was da hinten noch verschiedene Varianten sind. Hier seht ihr dann jetzt zum Beispiel mal, da gibt es drei verschiedene Varianten. Das Original, das ist so, wie das Foto oder so halt sein sollte.
Solar, das ist dann mehr so in Gelb gehalten, wie Sonne eben, Sonnenlicht scheint. Und wir haben hier gerade jetzt Poster, das ist dann mit rechts außen. Die drei verschiedenen Varianten hat man zur Verfügung, nicht in dem einen Set, also die müsst ihr einzeln bestellen. Und wir haben uns für Poster entschieden. Und jetzt zeigen wir euch mal, was da so drin ist. Hier haben wir das Ganze jetzt mal ausgepackt. Dann hat man so eine Grundplatte. Das ist jetzt, glaube ich, eine große Platte gewesen, ja, die man nicht auseinander machen kann. Und dann hat man die ganzen verschiedenen Farben, die Steinchen dazu. Und ihr müsst euch wieder eine App runterladen. Dann könnt ihr euer Foto hochladen in diese App. Und die zeigt euch dann, wie, mit welchen Steinchen ihr dieses Bild dann zustande bekommt. Also wir zeigen euch das natürlich in einem gesonderten Video Schritt für Schritt, wie man das macht. Aber das ist eine coole Sache, dass ihr euer Foto der Wahl mit solchen Bausteinchen jetzt hier zusammensetzen könnt. Ich finde es wunderbar. Und die könnt ihr auch immer wieder auseinander machen, wenn ihr jetzt das Bild eine Weile hängen hattet und ihr sagt, boah, das kotzt mich jetzt aber an, ich will ein anderes machen. Dann macht ihr die Steinchen wieder ab, sortiert die natürlich nach Farben, sonst wäre das blöd, wenn ihr alles in eine Kiste schmeißt. Aber dann könnt ihr das nächste Bild euch runterladen oder hochladen und das nächste Bild basteln. Also das ist eine coole Sache. Ihr habt dann immer wieder Spaß dran, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, macht ihr halt ein Bild und hängt euch das eine Bild hin. Aber die Idee an der Sache ist, dass man das wieder auseinander machen kann. Dafür ist dann dieses kleine Dingens, dieses Gelbe da mit drin, dass man die Steinchen wieder hochkriegen kann. Und dann sortiert er die wieder nach Farben und könnt wieder ein neues Bild machen. Dann hat man immer wieder neue Sachen zu legen. Also ein unendliches Hobby. Ich finde es cool, ist eine tolle Sache. Ja, und dann haben wir hier noch einen Teil, das ist dann von Mosabrick. Da sind 7000 Steinchen drin, 6 verschiedene Farben, 51 x 51 cm. Aber da kann man, glaube ich, 4 Platten zusammenlegen. Wir machen es gleich mal auf. Und da sind 6 Farben drin. Da müsst ihr natürlich auch wieder eine App runterladen, euer Foto dann in diese App laden und dann sagt euch die App, welches Steinchen ihr wann wo zu legen habt. Also eigentlich cool durchdacht und ihr könnt auch diese Teil hier, glaube ich, immer wieder auseinander machen und wieder neue Bilder legen, wenn ihr das möchtet. Und wenn nicht, macht das halt nur einmal. Aber wir gucken jetzt da mal rein, was da alles drin ist. Schaut mal, wenn man den Karton aufmacht, kriegt man erstmal einen Ruck, wie viele Steinchen das sind, wie viele verschiedene Farbtöne. 6 steht hier drauf, 6 Farben. Und jetzt packen wir mal die Steinchen aus, damit man unten die Platte noch sieht. Hier in dem Set hat man dann so 4 Platten, 25 x 25 cm ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, weil auf die 51 cm müssen wir ja kommen. Im Ganzen 51 x 51 hat man ja gesagt. Dann könnt ihr Platte für Platte legen und dann werden die, hier sind dann so einzelne Teile, dass man das auch zusammenkleben kann. Und ihr habt sogar einen Rahmen mit dabei. Der Rahmen ist dann hier unten. Das sind dann so die einzelnen Teile für den Rahmen. Also ist eine coole Sache. Und wir zeigen euch auch hier, wie das Schritt für Schritt gemacht wird. Das ist so cool, was das alles Neues gibt mit diesen Bausteinchen oder Diamond Painting oder was man sich immer wieder Neues einfallen lassen kann oder was sich andere Leute einfallen lassen. Da würde ich ja nie im Leben drauf kommen, sowas zu machen. Das gibt schon schlaue Köpfe, was man alles so basteln kann. Das ist so cool, aber wir haben noch was. So, und hier haben wir dann jetzt noch ein paar Sachen, die fand ich auch ganz toll. Gibt es alles bei der einen Firma, die ich euch jetzt hier vorstelle. Das sind dann jetzt 3D-Karten aus Holz. Und da kann man sich dann hier zum Beispiel eine Kutsche zusammenbauen. Sieht man jetzt hier bloß. Kannst du das näher ranholen? Den Knopf wieder drücken, da wo du eben hattest. So, hier seht ihr dann jetzt, das ist so eine Kutsche, die man sich zusammenbauen kann. Aber auch diese Teile, das werden wir euch zeigen, wie das Schritt für Schritt geht. Jetzt muss ich überlegen, wie das Schritt für Schritt geht. Zeigen wir euch dann gleich mal in einem nächsten Video, nicht gleich. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel 6 verschiedene Motive im Moment. Ich weiß nicht, da kommen bestimmt noch mehr Motive. Wir haben jetzt hier die Kutsche einmal. Dann hat man hier für einen Angler so einen Fisch. Bin ich im Bild? Ja. Diesen Fisch, den man sich zusammenbauen kann. Dann haben wir so einen Rahmen für Geburtstag oder sowas. Steht da Happy Birthday drauf. Hip Hip Hurra steht da drauf. So ein Rahmen, den man sich gestalten kann. Im Hintergrund sieht man immer, da kann man dann was reinschreiben. Der Clou an der Sache ist, ihr schickt diese Postkarte, was das ja ist, so wie sie jetzt hier ist, ausgepackt, denke ich mal, an denjenigen, der die bekommen soll. Und der muss sich dann das Teil zusammenbauen.
Oder ihr baut es zusammen und dann müsst ihr das halt als Päckchen verschicken, weil es dann natürlich ein bisschen größer wird als so eine flache Postkarte. Jetzt haben wir dieses hier. Mach mal aus. Guck mal, was der Köter. Dann gibt es so eine Blumen, die man sich zusammenbauen kann. Fand ich auch ganz toll. Schön finde ich auch, da das ja aus Holz ist, kann man das entweder so in Holz, Naturoptik lassen. Oder ihr könnt auch die Teile anmalen und dann zusammenbauen. Ist auch eine coole Variante. Dann haben wir hier nochmal mit so einer Geburtstagstorte so einen Rahmen. Steht da jetzt Happy? Nee, Best Wishes steht da drauf. Mit einer Geburtstagstorte und als Rahmen. Ist auch eine schöne Sache. Oder eben so ein Karussell. Das finde ich auch ganz edel. Und du kannst die Teile auch einzeln nehmen. Also du musst das ja jetzt nicht als Karte nehmen. Du kannst sie dir doch selber zusammenbauen und selber hinstellen. Ich finde es eine coole, geniale Sache. Alle Teile, die wir euch jetzt gezeigt haben. Also bleibt weiterhin neugierig. Wir zeigen euch, wie es gemacht wird. In diesem Sinne, also... Also bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das sind doch wohl jetzt wirklich richtig coole Sachen, die habe ich noch nicht woanders gesehen. Also bleibt neugierig.